Ich habe so die Neurologie von Musikverarbeitung, damit habe ich mich viel beschäftigt. Das ist auch eins meiner Hauptthemen. Und habe dann so auch eben Studien dazu gemacht zu Universalien von Musikwahrnehmung oder eben so kulturellen Eigenheiten. Da habe ich dann eben die Möglichkeit gehabt, mit den MAFA, also die wirklich noch niemals zuvor westliche Musik gehört hatten, so Experimente zur Musikwahrnehmung zu machen. Zu machen mit den Flöten, mit diesen MAFA-Flöten, ist wahnsinnig anstrengend. Das ist so eine Art kontrollierte Hyperventilation. Fakt ist, die assoziieren diese körperliche Verausgabung und, sage ich mal, diesen Akt der Anstrengung auch sehr stark mit der Musik. Und ich schätze, dass das der Grund ist, weshalb die das als schönere Musik empfinden, wenn da mehr Energie drin steckt. Schichten machen. Dieser Aspekt der körperlichen Verausgabung, wo ich dachte, komisch, so in der westlichen Musik, also klar gibt es sowas, was ich, eine ganze Nacht durchtanzen und sowas, da erlebt man natürlich auch sowas, wo man so seine eigene Erschöpfung überwindet und in so einer Selbstvergessenheit in der Musik aufgeht, aber sag ich mal, so effektiv wie die MAFA das machen, das wollte ich dann auch gerne nochmal hier irgendwie nachempfinden mit diesen Fitnessgeräten. Und da kann man jetzt auch sich innerhalb von 10 Minuten in so eine musikalische Euphorie reinsteigern. Kein Problem. Ist schon echt sowas wie auch eine musikalische Innovation, denke ich. Und das macht total Spaß. Unter normalen Umständen habe ich null Bock irgendwie an irgendeinem Fitnessgerät mich zu verausgaben. Aber mit dem Jimming, ich kann das stundenlang, viele Stunden, 5 Stunden am Stück. Und wir haben so Untersuchungen auf so muskelphysiologischem Niveau gemacht. Da stellen wir fest, der Muskel ist beispielsweise während dem Jimming entspannter. Sonst ist es beim Fitnesstraining eben so gefährlich, dass man so verspannt die Muskeln benutzt und man sich auch wirklich schädigt dabei. Aber das ist so, man hat einfach total Lust, diese Bewegung zu machen, aus so einer Leidenschaft heraus, weil man da als Gruppe an irgendeinem ästhetischen Gebäude feilt und dann vielleicht noch Leute zuhören, weil es wie so eine Auftrittssituation ist. Es ist so ein dynamischer Prozess, wo man dann dazu tendiert, total schnell zu vergessen, dass man eben noch total erschöpft war und man kommt an so Energieressourcen an, da glaubt man überhaupt nicht, dass man die hatte.